Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Pet-Guide präsentieren, beziehungsweise, ja, vielleicht für den einen oder anderen auch so einen kleinen Gold-Guide. Und zwar geht es um ein Pet, das schimpft sich verstrahlter Elementarling. Und wie wir das bekommen können, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar müssen wir einmal nach Mechagon und hier auf die Koordinaten 70, 60. Hier gibt es einen Rückgewinnungsturm, der ist manchmal ab, da müsst ihr mal ein bisschen gucken, ob man den gerade aufbauen kann, und wenn man ihn aufbauen kann, dann braucht man relativ viele Ressourcen, die am besten mehrere Spieler aufbringen, und sobald man das getan hat, kommen hier mehrere Wellen an Gegnern. Sobald diese Wellen an Gegnern kommen, kann ein T-Shirt droppen, und zwar ist es ein grünes T-Shirt, und wenn ihr dieses anlegt, dann könnt ihr von den Mobs, von dem Event, dementsprechend Ressourcen sammeln. Und zwar zeige ich euch jetzt das Shirt einmal. Ich habe es nämlich schon blöderweise aufgebraucht für das Pet, und zwar hier verstrahlte Grundierung heißt das, und dieses braucht bestimmte Mats. Und zwar braucht es 100 von diesen instabilen Isotopen, und wenn ihr 100 von diesen instabilen Isotopen habt, dann kriegt ihr einen Buff drauf. Der ist jetzt relativ nebensächlich, der regeneriert quasi ein bisschen Life, beziehungsweise erhöht eure Akkuerzeugung, also jetzt nichts Grandioses. Zusätzlich braucht es aber eine Aufladung von diesem Shirt quasi auf. Ja, und das Ding hat 5 Aufladungen, und sobald ihr alle 5 Aufladungen aufgebraucht habt, kriegt ihr das Pet. So, wie kriegen wir jetzt diese Isotope einmal? Und zwar bekommen wir auch die von diesem Event hier. Jetzt könnte man sagen, ja, geht ja relativ schnell. Ich mache einfach das Event, kriege das Shirt und kann dann einmal das Pet mir basteln, indem ich mir 500 von den Dingern hole. Geht leider nicht. Das Ding hat einen Tag Abklingzeit. Heißt, ihr müsst einmal das Event machen, um das T-Shirt zu kriegen. Wenn ihr es anlegt und dann noch danach 100 Dinger bekommt, habt ihr schon euch einen Tag gespart. Sonst müsst ihr das Ding hier nochmal an 5 folgenden Tagen machen und am besten in einem Abstand von einem Tag. Heißt, wenn ihr das jetzt am Nachmittag einmal macht und dann am nächsten Tag am Vormittag, geht es euch nicht aus. Denn diese Items, die ihr braucht, diese Isotope, die haben nur eine Stunde Verweildauern an eurem Inventar. Das ist wie bei diesen Murloc-Items, die verschwinden dann. Dementsprechend müsst ihr da das ein bisschen timen. Und dementsprechend kann es auch relativ lang dauern, dieses Pet zu kriegen. Ich habe jetzt, hab's jetzt heute gerade erst gekriegt und habe eigentlich immer geguckt, ob dieser Turm ab ist. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr quasi dann einmal das Pet als Shirt-Slot. Das müsst ihr noch rausnehmen und dann könnt ihr es einmal lernen. Und ihr seht, es ist relativ viel noch wert im Moment, weil das, wie gesagt, nicht viele Leute wissen, beziehungsweise es relativ lang dauert, das zu bekommen. Hier auf dem Server hat es noch einen Wert von etwa 84.000, beziehungsweise EU-weit sind es noch 94.000 Gold. Ich denke mal, das könnte ein Anreiz für den einen oder anderen Spieler sein, das noch anzugehen, und das könnt ihr natürlich auch mit mehreren Twinks machen. Wie gut das Shirt droppt, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ich glaube, ich hatte es beim ersten Mal bekommen, wo ich diesen Rückgewinnungsturm gemacht habe. Wahrscheinlich haben von euch einige dieses Shirt im Inventar oder auch weggeschmissen. Macht das nicht, legt es an und ja, spielt den Rückgewinnungsturm ein paar Mal. Dann kriegt ihr das Pet und könnt, wenn ihr wollt, auch relativ viel Gold damit verdienen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.